Hey Leute, da ich ja krank war, gibt es jetzt nachträglich endlich mal die Glossybox November. Und ja, ich konnte es ja leider vorher nicht drehen, weil meine Stimme weg war und ich sonst auch krank war. Von daher jetzt ein bisschen später. Und ja, ich würde sagen, dann fangen wir mal an. So. Hey, das Glossy Max sieht diesmal cool aus. Schaut mal. Irgendwie wird mir da voll kalt, wenn ich das angucke. ja. Schaue ich dann nachher an. Die Box ist... Huch, was kommt denn da alles entgegen? Zalando-Geschenkpapier. Okay. Wer auch immer jetzt Zalando-Geschenkpapier braucht. Und was war das noch? Ein Gutschein für einen Wellness-Rabatt, Wellness-Urlaub. Brauche ich nicht, aber okay, passt zur Glossybox. Die Box an sich ist wieder rosa, wie immer. Also nichts Spezielles im November. Und drin ist diesmal, okay, als erstes mal so ein Handwärmer, glaube ich, ist es. Ja, oh, ich habe die Dinger vermisst. Ich habe keine Ahnung, wo meine rumliegen. Aber im Moment hat sie eh keinen Schnee, von daher mal schauen. So, Kärtchen hat diesmal ein kleines Muster. Und ja, dann fangen wir mal an. Kärtchen wird natürlich nicht angeschaut jetzt. So. Oh, das sieht sehr nach Parfüm aus, ne? Hier ein kleines Kärtchen. Das Parfüm sagt mir jetzt zwar nichts, aber es sieht interessant aus. So Apfelgeruch ist es bestimmt. Genau, da ist auch das Pröbchen dazu. Bringt ja jetzt nichts, wenn ich es schnupper. So. Ja. Und dann ist noch drin von Burt's Bees ein Lipbalm. Was natürlich sehr gut ist jetzt im Winter, weil meine Lippen, die sind... Ich weiß nicht, wenn manche Leute trockene Lippen haben, was habe ich dann? Weil die reißen komplett auf, sind blutig und trocken und... Oh. Also normalerweise schmiere ich mich tonnenweise Gloss drauf im Winter. Was natürlich auch scheiße ist mit dem Schal. Und ja, so ein Lippenbalsam hört sich gut an. Aber der ist jetzt zu. Moment. Wobei ich schätze, der riecht einfach nur nach Honig. Egal, ich kriege den jetzt eh nicht auf. So. Von der Marke habe ich jetzt nur ab und zu mal was gehört. Aber gut. Kann man gebrauchen. Dann ist ein Blush von Glossybox Eigenmarke dabei. Wenn es denn fokussieren würde. Okay. Ah, da seht ihr meine Softbox. ja. So ein ganz leichtes Rosa. Swatchen werde ich das jetzt nicht, da ich leider so einen Tick habe, dass ich von allem Make-up erstmal Fotos mache. Aber ich denke mal, das werdet ihr sowieso irgendwann mal sehen, wenn ich es aufgetragen habe. Das kann ich ja dann noch dazu sagen. Und ja, aber die Farbe an sich, ja. Ich schätze mal, das ist ein mattes Altrosa. Oder so. Dann war noch drin von Zoeva, was immer etwas blöd ist, da ich schon sehr viel von Zoeva habe. Ein Kajal in Blank. War das jetzt weiß oder? War das weiß? Ja! War der Weiße. Also so viel kann ich dazu schon mal sagen. Ich liebe ihn. Es ist mein Lieblingsweißer Kajal, der irgendwo da vorne rumschwirrt. Auch schon gut benutzt. Von daher, ich weiß nicht, was ich mit dem jetzt mache. Vielleicht verschenke ich den. Wie gesagt, ich weiß, dass er gut ist. Und ja, für alle, die es bis jetzt noch nicht hatten, kann euch den nur empfehlen. Was gibt's noch? Eine Handcreme. Okay. Für ultra reichhaltige, luftig gleiche Körpercreme. Okay, doch keine Handcreme. Probiergröße Magic Touch. Keine Ahnung, wie ich die Marke aussprechen soll. Cherry Blossom and Rice. Ja, ja. Mal schauen, wie die riecht.
Wobei meine Hände eh nach Himbeer-Handcreme gerade riechen. Die riecht eher frisch. Frisch und angenehm. Ist also okay. Ich meine, ich habe jetzt gerade eh so trockene Haut, von daher sehr gut. Und dann hat es noch eine... Juhu, oben drauf steht Olive. Das heißt, ich mag es jetzt schon nicht. Gesichtspflege. Ich muss mal kurz was gucken. Das Thermalwasser aus Baden-Baden erhält zahlreiche Mineralstoffe und Spurenelemente und sorgt für das Wohlbefinden ihrer Haut. Ja. Aber... strafft die Haut, bla bla bla. Da steht jetzt überhaupt nichts dran. Also ich schätze mal, ich kann das eh nicht unbedingt nehmen, weil ich habe ja starke Unreinheiten, beziehungsweise ich hatte Akne, hab Akne und kann halt nicht alles verwenden. Und wenn die zu feuchtigkeitsspendend ist, dann geht das bei mir halt gar nicht. Naja, gut. Und das war's jetzt von der Box her schon wieder. Jetzt schauen wir noch nach den Preisen. Wenn ich den Zettel nicht verschlammt habe. So. Vorweihnachtliches Verwöhnprogramm mit Glossybox. Okay. Also Kosten. Der Lippenbalsam, der jetzt abgestürzt ist. Egal. Auf jeden Fall der Burt's Bees Lippenbalsam. Der kostet knapp 4 Euro. Also 3,95. Ich runde den jetzt einfach immer auf. Macht hier sowieso nichts wegen den 10 bis 5 Cent, 2 Cent, keine Ahnung. Dann von Kryolan ist dieser Glossy Box Blush in Glossy Pink und der kostet 12,90 €, also 13 Euro. Die Body Cream, wie viel ist drin? Also hier drin sind 70 Milliliter und 200 Milliliter kosten 15 Euro. Lebkuchen und Glühweinduft überall, etwas Abwechslung gefällig, ein Vorschlag, Kirschblüte und Reismilch. Das ist nicht nur wohlriechendes Duft, sondern auch ein wunderbares Pflegeduo für den Körper. Gut. Und dazu die Gesichtspflege. Das ist ein Originalprodukt mit 40 Millilitern und kostet 20 Euro. Und dann noch den Zoeva Kajal, der auf dem Zettel komischerweise in Schwarz drauf ist. Ich weiß ja nicht, welche Farben hattet ihr. Ist auch ein Originalprodukt, kostet 3,80 €, also 4 Euro. Jo, also für eine Winterbox ist das durchaus gut. Ich meine, viel Feuchtigkeitspflege, Blush und ein weißer Kajal. Ja. Also ich wäre zufrieden, wenn ich das eine Produkt nicht schon hätte und die Feuchtigkeitspflege mir was bringen würde. Und wie sieht es bei euch aus? Habt ihr oder was habt ihr drin? Wie findet ihr die Box? Und schreibt mir am besten alles in die Kommentare oder schickt mir gerne auch ein Antwortvideo. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Box.